Wunderschönen guten Tag zu einem neuen kleinen Video auf meinem Kanal hier. Heute habe ich mir mal, ja nicht heute, sondern vor ein paar Tagen, ein paar Sachen wieder bestellt. So ein paar Dinger für meine Oculus Rift und auch für meine Nintendo. Je nachdem, wie lange was dauert, mache ich das entweder aus zwei Videos oder als Art 1. Aber erstmal mache ich was zu der Switch. Jeder kennt es ja, man ist schön unterwegs, fröhlich am Zocken und irgendwann ist natürlich der Akku leer. Oh, man sieht meine Tastatur. Viele von euch kennen es ja auch, die meisten Switches, je nach Spiel, halten so zwischen 2 bis 4 Stunden oder sowas. Deswegen habe ich was besorgt, auch was für meine Frau. Und zwar das schöne Stück hier, das Big Blue LB151, eine Powerbox, eine Powerbank für die Switch. Was haben wir denn, was steht denn hier so Schönes drauf, außer Made in China? Was haben wir denn? Steht alles auf Englisch drauf. Spezifikation: Lithium-Polymer, Kapazität 10.000 mAh soll da drin sein. USB-Typ-C Input, 18 Watt soll das geladen werden können. Charging-Zeit zwischen 5 und 8 Stunden. Wenn es mit 18 Watt geladen wird, sogar 2 bis 4 Stunden. Output soll das Ding auch sogar maximal 18 Watt haben. Okay. Input und Output ist gleich. Okay, bin ich mal sehr gespannt. Falls ihr mir nicht glaubt, könnt ihr selber nachlesen. Bin mal echt gespannt. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Die ist eigentlich schon heute Nachmittag gekommen, so gegen 13 Uhr. Wir haben es jetzt 21 Uhr. War ja auch noch unterwegs. Okay. Erstmal Plastik. Schmeiß ich da mal hin. Eine Pub-Switch. Okay. Einmal die Station. Einmal hier was für das. Das. Nochmal. Was haben wir hier? Nochmal Pappe. Plastik. Was haben wir hier? 2 Jahre Garantiecard. Ja. 2 Jahre Garantiecard. Mehr ist da nicht bei. Bei dem. Dann haben wir noch ein User Manual. Klopapier. Braucht auch kein Mensch. Und ein USB. Was von normalen USB auf Typ C ist. Sonst ist nichts mehr drin. Das kann denn dorthin. Kümmern wir uns mal um die Teile hier. Was haben wir hier? Wir haben hier 2 Seiten für die Controller, vermute ich mal. Wird man ja gleich sehen. Einmal so. Habe jetzt einmal mal einen Controller abgenommen von der Switch. Und die soll denn hier rein. Mal sehen, ob die auch passen. Die passen tatsächlich. Die passen tatsächlich gut rein. Da sieht man das. Und? Geil. Die halten sich sogar ziemlich gut in der Hand. Aber passen die dann immer noch hier rauf? Tatsächlich. Die passen tatsächlich immer noch gut drauf und sind sogar fest. Können wir die auch wieder abziehen? Okay. Ah, lol. Ich merke das hier. Ich habe zwar... Hä? Jetzt ist es auf einmal nicht mehr fest. Eben war es noch fest, aber jetzt auf einmal nicht mehr. Warum auch immer. Ach so. Deswegen, der hängt jetzt hier nicht ganz drin. So. Okay, gut. Ich mach... Leute, oh, da habe ich den hingeschmissen. So.
Und was man auch noch sieht, hier ist noch ein kleiner Fach, da kann man kleine Spiele reinpacken. Eine SD-Karte passt da, zwei SD-Karten, also ist bei beiden jeweils. Mal gucken, ob auch die Spiele da auch wirklich reinpassen. Ich nehme ja mal hier einfach mal eins raus. Zack. Dann haben wir mal einfach ein Mario-Spiel. Mal gucken. Und das an das Spiel drinne. Kann man hier auch wieder leicht rausholen. Okay. Die Spiele sind anscheinend das auch ein bisschen schwierig, da rauszuholen. Okay. Gut, dass ich jetzt auch nicht so wollte, hole ich gleich wieder raus. Aber es geht ja noch um das Ding. Das ist jetzt die Powerbank, mal sehen, steht das hier auch nochmal drauf. Input, USB Typ C, 5 Volt, 1,5 Ampere, 7 Volt, 2 Ampere, 9 Volt, 2 Ampere. Output Quick Charge, 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt und USB Typ C bis 18 Watt. Steht tatsächlich hier drauf. Da könnt ihr das auch nochmal nachsehen. Hat hier vier Gummidinger. Hier ist nochmal der Typ C Port. Es ist komplett aus Plastik. Wir haben hinten an der Stelle, sieht man das denn? Oh, Dock, halt ich mal so mal fest. Einmal den USB-Port, den Typ-C-Anschluss und oben den An- und Ausschalter. Ist auch ein bisschen geladen sogar. Tatsächlich. Wenn man einmal draufdrückt, dann leuchtet das. Man sieht es schon. Das soll voll geladen sein, niemals. Und hat auch ein Standfuß. Und dazwischen passt natürlich nichts. Der war ein bisschen, der ist ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen laut. Jetzt bin ich mal gespannt. Meine Switch. Oha. Gut, die Switch muss so oder so mal wirklich geladen werden. Man sieht es. 21%. Mal sehen, wie kriegt man die jetzt genau hier rein? Kann man das wie bei meiner? Oh, man hat hier oben dieses schöne Feld hier. Einfach hochziehen. Setzt die Switch einfach ein und zack. Ist zu. Ist tatsächlich auch fest. Kann jetzt nicht so einfach rausgedrückt werden. Und ist wirklich bombenfest. Hat jetzt natürlich auch sein Gewicht, ist klar. So. Ich mache jetzt mal auch diese Controller da mal rein. So. Okay, der Knopf scheint nicht so wirklich fun zu funktionieren hier. Bei denen ist es genau das gleiche. Die sollen eigentlich genau an diesen Knopf hier anden. Na gut, wenn man das dauerhaft dran lässt. So. Hat man ja auch die beiden Controller jetzt so dran. Und dann. Hat man das auch. Aber mir fällt wirklich auf, dass das die Dinger hier wirklich lose sind. Das heißt, man kann die wirklich so rausschütteln. Also wenn man wirklich keine Tasche dabei hat, man hat sie in der falschen offen, kann das passieren. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht so richtig funktioniert. Okay, jetzt auf einmal. Jetzt ist der fest. Der ist jetzt eben eingerastet. Okay. Man sollte auch wirklich die Controller wirklich fest reindrücken, dass sie auch hier drinnen einrasten. Jetzt wird auch der hier einrasten. Das wird man sicherlich gleich hören. Jupp. Jetzt ist der tatsächlich auch fest.
Jo, man sollte sie auch richtig reindrücken. Aber es ist echt ganz schön mächtig geworden, muss ich sagen. Plastik ist natürlich klar. So. Wo war jetzt der Knopf? Genau da. Muss man jetzt nur einmal drücken. Ja, tatsächlich. Nur einmal draufdrücken und der legt tatsächlich auf. Ich werde das jetzt mal eine Weile so lassen. Ich werde jetzt auch mal einfach mal ins Spiel gehen. Hab ja erstmal Pokémon noch am Laufen. Sind sogar Freunde online. Wenn dann noch das Internet mit anschalten. Na, komm. So, das Internet ist jetzt angeschaltet. Ihr seht es ja selber. Ich lasse es ja noch ein bisschen laufen. 21% hat es. Geh wieder dahin. Ich werde zwischendurch mal ein bisschen was machen, so dass das Spiel ein bisschen was zu tun hat. Um mal zu gucken, ob es auch wirklich im Laufe des Spiels sogar aufladen kann. So. Und es kann stehen. Ja, steht. Aber wir kommen jetzt, da ich da sehe, dass es noch nicht so viel ist, mache ich einfach mal das zweite Ding. Man sieht es nicht wirklich viel. Steht hier irgendwas drauf? Ja, hier steht nur VR-Headset-Stand. Das war's. Weil das soll ein Standfuß oder ein Headset-Ständer für die Oculus Rift sein. Ja, ich hab hier eine Oculus Rift stehen, noch die aus der 2016er Version. Und die soll nicht einfach irgendwie rumstehen, weil die Controller liegen hier auf dem Tisch und die Brille selber, die liegt hier einfach quer auf dem Boden. Und das ist nicht schön. Deswegen eine Headset-Ständer. Was haben wir hier? Das muss anscheinend echt noch zusammengebaut werden. Aber scheint ein reines Stecksystem zu sein. VR-Stand. Assembling Steps. So sieht erstmal die simple Anleitung aus. Dann haben wir hier ein Teil. Scheint für das Kopfding zu sein. So, schon mal das erste Teil. Mal gucken. Das kommt in die Müllecke. Dann haben wir hier noch ein Plastikteil. Also es besteht schon mal komplett aus Plastik. Was haben wir hier? So. Leider ist das Spiel echt nicht touchfähig. Das finde ich echt sehr, sehr schade. Okay, das hier ist ein Gummiband drum. So, einmal Gummiband. Alles in Plastiktüten. Genau weg. Okay. Werden wir sehen. Ich glaube, das ist das für die Controller selber. So ein bisschen Wundertausch hier machen nebenbei, dass das Spiel ein bisschen im Gange ist. Dann haben wir hier noch etwas Größeres. Ja, guck mal, wir haben mal wieder ein paar Gummibänder zu Hause. Das kann auch weg. Okay. Keine Ahnung, wofür das jetzt darstellen soll. Mach mal ja hier, machen wir weiter hier. Und ich vermute mal den ganzen Grundstandfuß. Aber sonst ist hier drinnen nichts. Kann also weg. So, dann baue ich das Ding mal zusammen. Okay. In diesen. Oh. Ich sehe gerade, dass hier unten auch noch so schon ein paar gummierte Füße sind. Der Tausch ist wieder abgeschlossen. So, auf den Dingen sollen die beiden Teile hier rauf. Zack. Und zack. Sieht dann einfach schon mal so aus. Okay, gut. Denn sollen. Tok, was zum Teufel ist das? Sollen das die Dinger hier sein? Ups. So.
sollen wohl die Dinger hier darstellen. Einmal der. Und einmal der. So, dann sieht das jetzt so aus. Der Tasch ist auch schon wieder fertig. So, guck mal hier. Läuft jetzt seit ein paar Minuten schon. Was war denn das? Ein Hoplo. Ja, auch kein Mensch. Habe ich schon öfters gesehen. Habe das sogar schon als Shiny mittlerweile. So. Denn soll das Ding kommen. Das soll nach hinten. Nach der Anzeige. Oder so. Das soll echt so hin. Also das finde ich jetzt ein bisschen sehr komisch. Diese Teile können nicht tiefer. Denn soll der da andersherum vielleicht? Nein. Denn soll der da wirklich so rauf. Aber der geht so tief. Gucke ich mal nach der Anleitung drauf. Hier ist es echt dann ein Mittelding. Während die Dinger sollen wirklich ganz nach unten sein. Ja. Und dann soll nur noch das Ding drauf. Beziehungsweise so, wo so rum. So. Und soll das so, soll das Konstrukt jetzt aussehen. Wo eigentlich diese Teile echt tiefer sein sollten und nicht so weit unten. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Beim D-Controller hier. Einmal, ich habe da einen hinter die Kamera versteckt. So. Was ist da draußen schon wieder los? Und wie sollen die Dinger denn genau angeordnet werden? Das ist eine normale Oculus, die ich hier habe. Steht hier irgendwo ein Bild dazu? Oculus Quest, Oculus Rift. Nö. So. Und dann? Soll die da? Oh, das Kabel ist hier ein bisschen weg. So rauf. Obwohl, doch, das geht. Doch, das geht durch. Das geht so. Doch. Doch, das kann sich tatsächlich so sehen lassen. Das hat echt was. Es war ein bisschen seltsam aufgebaut, finde ich. Aber es geht. Das hat echt was. Ich könnte zwar auch noch was empfehlen für das hier oben. Aber es sieht immer noch besser aus, als wenn es auf dem Boden liegen würde. Also das ist echt nicht schlecht. Das werde ich gleich ein bisschen besser wegpacken. Und dann werde ich da die Linsen nochmal sauber machen. Das packe ich jetzt einfach mal hier oben hin. Dann ist es erstmal aus dem Weg. Und dann schauen wir mal kurz hier bei der Switch durch. So, nochmal. Hier macht er nochmal einmal so einen Wundertausch. Das ist aber sicher, dass sie ja immer noch läuft. Was kommt? Ein Daratiri. Gut. So. Und, ja, nicht besonders schnell. Na, Kamera, fokussiert. Er hat immerhin um die Zeit ein bisschen geladen, um 3%. Aber er lädt während des Spiels immerhin auf. Das sieht auch die Uhrzeit. Deswegen, es lohnt sich. Finde ich toll. Auch die Controller lassen sich hier weitaus besser halten. Da sie dann nicht so flach sind. Man kann wirklich so hier die Hände hier hinhalten. Außer, dass das Ding sehr, sehr laut ist. Die Spiele kann man hier drinnen verstecken. Jeweils zwei Stück. Und die SD-Karten noch. Jetzt hat er um 25% geladen.
Schön. Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Ja, weil ich eben nicht drin war. Deswegen. Es lohnt sich. Und es ist Typ C. Und man kann noch ein Smartphone damit laden, wenn man will. Ist zwar kein Wireless Charging, aber es gibt deutlich Schlimmeres. Und kann man die Controller auch so ganz leicht wieder abmachen? Tatsächlich. Jupp. Und die sind auch jetzt fest, wenn man die Controller richtig reingesteckt hat. Also, was kann man sagen? Zwar ein Plastikbomber, lohnt sich aber. Gerade wenn man viel unterwegs ist. Ich habe ja auch noch ein anderes. Und zwar so eins, das habe ich ja für die meine Switch. Das hat auch dieselbe Milliampere, also auch 10.000 Milliampere. Wenn wir mal unterwegs sind und dann dementsprechend zocken. Unsere Switch, wenn wir zum Beispiel mit Pokémon spielen, sind es so 2 bis 2,5 Stunden. Mit so einem Ding sind wir bei über 8 Stunden Spielzeit. Und ich vermute mal ganz stark, dass das Ding mit derselben Milliampere-Stundenleistung genau das gleiche bringen wird. Deswegen kann ich auch sagen, kann sich lohnen. Ich werde es in eingepinnten Kommentar mal mitverlinken. Und für die VR-Spieler unter euch, das Ding ist echt nicht schlecht. Das gibt es in verschiedenen Modellen. Ich habe das ja auch selbst gesehen. Oh, ich sehe auch gerade hier, dass sogar die Valve Index mit unterstützt wird. Da könnt ihr es auch sehen. Valve, die HTC, Vive, Oculus Quest, Rift S, Vive Pro und HTC Vive. Bis hin zu den alten Oculus Rift. Und lohnt sich auch noch. Ich werde das zweite auch noch aufbauen für die gute Dame. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.